Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt.
Ja, moin zusammen. Wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich die Flüssigkeiten nochmal komplett überprüft. Das Getriebeöl sieht fantastisch aus. Ich zeige euch das mal. Ah ja. Das ist immer der aussagekräftigste Test, den man machen kann. Weißes Papier. Einmal den Teilstab rein. Einmal über das Papier drüber. Auf dem weißen Papier würden sich jetzt irgendwelche Sachen sofort absetzen. Das Getriebeöl sieht gut aus. Also der Wechsel hat auf jeden Fall schon mal gefruchtet. Der schaltet auch sagenhaft. Wirklich gut. Aber das Motoröl. Gar nicht gut. Ich bin auch immer noch auf der Suche nach dem Teil, wo dieses Stück abgeplatzt ist. Sah mir aus wie eine Zahnradflanke. Die einzelnen, zur einzigen Zahnräder, die hier oben drin sitzen, ist hier. Ja. Ist ja ein 16-Ventiler. Und wenn ich vollständig irre, ist der Antrieb für die, das ist die Vorförderpumpe, das ist die Hochdruckpumpe, das ist die Unterdruckpumpe. Ich glaube, der Antrieb hier hat Zahnräder. Meine ja. Und nicht, dass da irgendwas weggebrochen ist. Ich meine, wenn eine Flanke ganz eben so ein bisschen angefressen ist, scheiß der Hund drauf, ist egal. Am Ende ist die Frage, warum ist das so passiert? Aber jetzt auch nicht wahnsinnig kompliziert. Ich denke, jetzt sind alle Teile raus. Das einzige Problem ist, es fühlt sich immer noch sandig an. Ja, das Motoröl, das macht mir wirklich Sorgen. Wie gesagt, Getriebe sagenhaft, wirklich sahnig. Aber ich befürchte, die Inspektion bzw. den Ölwechsel müssen wir nochmal machen mit dem Motor. Nochmal mit Spülung. Weil übel, wirklich übel, immer noch sandig, immer noch Rückstände drin. Ja, ihr habt den Luftfilter gesehen, ihr habt den Ölfilter gesehen, ihr habt alles gesehen, ne? Beim ersten Mal und das war schon richtig, richtig drüber. Also so richtig drüber. Ja. Das Öl aus dem Auto habe ich dann auch mal aufbewahrt. Das braucht, das braucht knappe 3 Tage, bis die Flasche wieder klar ist. Also man kann die Flasche damit lackieren. Wenn man sie jetzt aufrecht wieder hinstellt, braucht das ungefähr 3 Tage, bis man ein bisschen wieder sieht. Das ist mehr Ruß als Öl. Dass da nichts mehr geschmiert wird, ist klar. Dass da Zahnradflanken wegfliegen können, wenn da ein bisschen was passiert, je nach Betriebssituation, ist auch klar. So. Nur haben wir jetzt den Salat, dass wir den ganzen Mist ausbaden müssen. Den andere Leute versäumt haben, aber das ist letztendlich immer so. Sonst macht er wirklich keinen Ärger, er verbraucht vernünftig, er beschleunigt vernünftig, er hat Leistung, er schaltet, wie gesagt, richtig sanft, richtig schön, wie eine Mercedes-Automatik halt, ne? Also man merkt keine Schaltvorgänge. Nicht zu vergleichen mit VW etc. Wenn ich hier unter Volllast Gas gebe, dann merkt man auch beim Schaltvorgang, der Wagen beschleunigt weiter. Das ist andere Hausnummer. Ich mag VW-Automatik auch, ich kann die auch reparieren, das ist nicht das Problem, habt ihr ja gesehen am Golf, aber Mercedes und Automatik gehört zusammen. Das ist halt die Automatik. Gerade hier, die hier drin ist, die, ich glaube, das ist die 722er Fünfgang, die ist ausgereift. Wie lange haben sie das Ding eingebaut? Die sitzt im ML drin, die sitzt hier drin, E-Klasse, überall. Von daher, irgendwann werden sie es wohl gelernt haben, eine vernünftige Automatik zu bauen. Endresultat hier, die verzeiht einiges. Ja, wir haben keine Luftblasen mehr. Ich hatte schon die Sorge, dass wir irgendwo hier in den Anschlüssen
noch irgendwelche Undichtigkeiten haben. Nein, wir haben ihn eine Woche stehen lassen, er sprang sofort an. Keine, hier sieht man, ist eine durchsichtige Leitung. Wir haben keine Luftblasen, also er ist jetzt absolut dicht. Das war das, was die Werkstatt nicht auf die Kekse gekriegt hat. Deswegen sprang der nicht an, zwei Gummidichtungen. Ne? Das war alles. Ist aber auch bekannt. Also, ich kann dich nicht auf den Rücken legen, die alle Viere von mir strecken und sagen, oh, puh, keine Ahnung. Ja, dann schraub nicht an Autos. Ganz einfach. Informieren muss man sich schon. Ich gucke mir auch YouTube-Videos an, wenn ich irgendein Auto nicht kenne. Das ist, ist doch keine Schande. Ich kann doch nicht jedes Auto einzeln kennen. Das geht gar nicht. Ne? Natürlich gucke ich mir auch YouTube-Videos an oder Tutorials oder ich rufe beim Vertragshändler an. Die geben mir schon Auskunft. Ich bin da einfach dreist. Lass mir einen Servicemeister geben. Pass mal auf, dieser und jener Motor, wie macht man das? Die meistens zu 99% sagen sowas, das 1% ruft dich zurück. Ja, so ist das halt. Ja, was haben wir heute noch? Das mit dem Ölwechsel müssen wir noch ein bisschen verschieben. Wie gesagt, ich suche noch, wo das abgebrochen sein könnte. Ja, ich besitze auch ein Endoskop. Zeige ich euch bei Gelegenheit mal, aber heute mal nicht. Wollen heute an was anderes dran gehen. Das sehen wir gleich. Der auf der rechten Seite muss neu, der Winterreifen. Der hier, sieht gut aus, ja. Fühlt sich auch immer nach rechter Seite an. Er zieht nach rechts, beim Bremsen zieht er weiter nach rechts, ja. Eine alte Geschichte bei dem Auto. Man merkt schon relativ deutlich, welcher Lenker wo gerade kaputt gegangen ist. Sind das diese Lenker hier? Ja, das ist die Spurstange hier. Die sitzt hier vorne. Dann gibt es unten einen Lenker, den sieht man hier. Den da, den hier. Und hier oben einen. Wobei der oben eigentlich gut aussieht. Ja. Koppelstange. Auch okay. Lenker. Eigentlich auch recht stramm. Fast auf die Idee kommen, dass es diese Seite nicht ist. Ja. Ist es meistens auch nicht. Halt die bösen Bordsteine, ne? Ja.
machen. Hier sieht man schon. Ein bisschen mehr Licht bitte. Ja, ist rissig. Und so wie man sieht, ist dieser Riss von der Rotationsbewegung. Ne? Sieht man, ne? Ja. Und genau das ist das Problem. In der Stellung hier eingebaut und festgezogen. Auch ganz schön fertig, finde ich jetzt persönlich. Ja. Koppelstange. Okay. Ja, wie man sieht, ist das eine Mehrlenkerachse, also ein bisschen anders aufgebaut als beim Lupo etc. Spurstangenkopf. Das ist mir schon zu viel Spiel hier. Also was haben wir? Wir haben hier richtig böse Risse. Der hier dürfte eine Fritten sein. Der da hat auch keine großartige Zukunft, finde ich. Und der da, naja. Okay. Was machen denn die Federn? Okay. Sind okay. Auf dieser Seite zumindest. Nun gut. Ja, das Witzige an diesem Auto ist, wie kriege ich die Schraube da raus, ne? Ich hasse das Auto so. Genau deswegen werden diese Fahrwerke nicht gewartet. Ja, ja, kann man abschrauben, ne? Nicht das Problem großartig, ne? Aber, ne? Warum? Warum baut man das so? Ja. Gut, die Schrauben... Nachvollziehbarerweise werde ich jetzt mal so richtig einsiffen mit Rostlöser. Alle. Die da auch. Ne? Einfach alle. Ja. Wie gesagt, wenn ich einmal an so ein Auto dran gehe, dann mache ich einmal alles. Ne? Sonst du bist nach 5 Minuten da wieder dran. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn das... Wenn es eh einmal auseinander ist, dann kannst du auch eben alles machen. Das ist einfach so. Also, wir haben den Spurstangenkopf definitiv defekt. Das da hat definitiv einen Rotationsriss. Und das Lager da hinten sieht mir auch nicht so wahnsinnig toll aus. Aber wie gesagt, erstmal Rostlöser, weil ich habe keinen Bock hier mit einer Flamme rumzuarbeiten. Ja, kleiner Nachtrag. Die Feder ist dann mal durch, ne? Mit was die Leute so die Autos durch die Gegend fahren lassen, ne? Ja, ich denke, ich werde mal vor heute zum Ende kommen. Der kriegt erstmal eine Kur. Das wird bis morgen einwirken. Damit ihr was zu gucken habt, gibt es morgen nochmal ein Video. Teil 1. Das hier ist Teil 1. Ja, Teil 2 beim nächsten Mal. Viel Spaß. Und viel Spaß beim Video und lasst euch nicht ärgern. Ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.